Hallo, mein Name ist Chris Strobel und ich zeige euch heute, wie ihr in Babbel eigene APIs connecten könnt über den API-Connector, und dafür nutzen wir die Giphy-API. Als erstes erstellt ganz einfach einen Account, loggt euch ein und wir drücken auf Get Started. Wenn man in Get Started ist, seht ihr einmal den SDK-Overview. Wir nutzen aber die ganz normale API. Als erstes erstellen wir hierfür eine App. Wir nehmen die API, Select API, Next Step. Und erstellen diese App. Ihr bekommt jetzt hier einen API-Key. Parallel dazu öffnet die Dokumentation. Ihr geht auf API und schaut euch die Endpoints an. Wir gehen einmal in den Search Endpoint. Jetzt gehen wir in Babbel und gehen auf Plugins und installieren den API-Connector. Und dieser API-Connector lässt euch jetzt eigene APIs entwickeln, und wir gehen erstmal auf Add Another API. Wir nennen diese API Giphy und haben jetzt verschiedene Authentifizierungsmöglichkeiten. Da wir heute ein ganz einfaches Tutorial machen und das erste Mal mit dem API-Connector arbeiten, nehmen wir die Private Key in URL. Es gibt auch Public APIs und es gibt natürlich auch ganz kompliziert verschlüsselte APIs, gerade für Payments. Wir nehmen aber eine Private Key in der URL. Ihr seht jetzt hier diesen Key-Namen und den Key-Value. Und wenn wir in die Dokumentation von Giphy sehen, seht ihr, dass Giphy sagt, es ist ein API-Key und das ist ein String. Das heißt, wir kopieren genau hier API-Key und fügen das ein in den Key-Namen, und als Key-Value nehmt ihr aus Giphy euren API-Key. Für Development Key-Value könnt ihr auch das gleiche nehmen, das ist optional. Wenn wir jetzt diesen Call, das heißt quasi die Kommunikation mit der API, definieren wollen, haben wir ein Wechselspiel zwischen Dokumentation und Babbel. Wir gehen auf die Giphy Developers und schauen uns den Endpoint Search Endpoint an und sehen, dass dieser uns Access gibt und Zugang zur Library, zur Bibliothek von Millionen von GIFs und Stickern, indem wir ein Wort oder eine Phrase eingeben. Wie funktioniert das? Wir gehen runter und sehen, wir haben die URL, also quasi die API-URL. Diese hat folgende Parameter, die vorausgesetzt werden, nämlich den API-Key und den String. Diese zwei sind required. Und dann haben wir noch viele optionale Parameter, wie zum Beispiel, wie viele sind das Limit. Das heißt, den ersten, nämlich den API-Key, den haben wir bereits oben in der Authentifizierung API-Key. Und jetzt bei den Parametern würde ich sagen, wir nennen diese API Search. Das ist möglich einerseits als Daten oder Action, da wir uns Daten zurückgeben lassen und nicht einen Workflow steuern wollen in dieser API, ist es Data. Und wir bekommen zurück ein JSON-File. Und hier habt ihr jetzt die verschiedenen Wege, mit einer API zu arbeiten. Ganz vereinfacht: Get gibt uns Daten, das heißt, wir holen uns Daten, Post sendet Daten und Push und Batch und Delete arbeiten mit Daten. Wir haben eine Search API, das heißt eine API, die sich Daten holt. Als nächstes gehen wir zurück in die Dokumentation und nehmen diese URL für die GIFs. Wir kopieren die hier rein und fügen noch HTTPS hinzu und brauchen jetzt noch die Parameter. Das heißt, der Parameter 1, wie wir gesehen haben, ist neben dem API-Key der Query, das heißt Q. Und dieser Query durchsucht Giphy nach Keywords quasi, um Bilder zurückzugeben. Das heißt, wir suchen mit dem Query Q. Das heißt, was machen wir? Wir gehen zurück, fügen hinzu Q und nehmen als Value zum Beispiel Porsche. Ein weiterer Parameter ist nun, wenn ihr zurück in die Dokumentation geht, nicht required, aber möglich,
Limit, das heißt, wie viele Objekte wollen wir zurück? Wir machen hier Limit und legen fest 20. Jetzt haben wir hier noch Private und Optional. Private bedeutet, dass wir über unsere Applikation, über den Workflow nicht manipulieren können, wie wir die API schicken. Wenn wir Private wegmachen, wie hier bei dem Query, können wir nachher in der Applikation den Parameter noch ändern. Optional bedeutet hingegen, dass wir den gar nicht brauchen. Das nächste ist jetzt, dass wir initialisieren. Das heißt, dieser Call wird einmal geschickt. Und ihr seht jetzt hier, dass wir alle Daten von der API zurückbekommen und die API perfekt initialisiert wurde. In den Feldern hier seht ihr, dass Bubble automatisch schon einen Vorschlag macht, was das für Daten sind. Zum Beispiel Text, Zahlen oder aber auch Boolean-Werte. Zum Beispiel User is verified. Das ist ganz wichtig, wenn ihr später die Daten aus der API speichern wollt, dass ihr hier quasi auch seht, okay, was kriege ich überhaupt zurück. Gleichzeitig, wenn ihr hier unten auf Show Raw Data klickt im API Connector, seht ihr das JSON, wie es ganz genau zurückkommt. Wir drücken jetzt auf Save. Ich möchte euch kurz noch einmal zeigen, was passiert, wenn ihr einen Fehler macht. Das heißt, es kommt sehr häufig vor, wenn man eine API definiert, das nicht sofort auf Anhieb fasst. Also ich mache einmal statt Search einfach Search mit T. Wir reinitialisieren und wir sehen, wir kriegen einen API-Error von Bubble. Das heißt, wir sehen direkt, ob es funktioniert oder nicht. Wir machen nochmal Search, initialisieren und sehen, jetzt funktioniert alles. Jetzt speichern wir das Ganze und ich will euch noch zeigen, wie ihr im Frontend das Ganze benutzen könnt. Ihr geht in den Design Editor und wir legen als erstes ein Input Search Feld fest. Das heißt, hier nehmen wir Keyword für Giphy und machen Text als Feld. Darunter nehmen wir eine Repeating Group, die hat sich als sehr wertvoll gezeigt, um APIs darzustellen. Ihr geht auf Data Source, Get Data from External API und hier in nun unsere Giphy API Search. Und ihr seht, dass der Query-Parameter hier mit Porsche ausgefüllt wird. Quasi das, was standardmäßig drin ist. Wir gehen auf Insert Dynamic Data, Input und nehmen den Value davon. Wenn ihr auf Close drückt, geben wir hier noch die Data. Ihr seht, wir kriegen verschiedene zurück. Wir wollen aber die Daten aus der API. Bubble schlägt euch jetzt vor, den Type of Content auch zu ändern. Das drücken wir Ja. Und kriegen Search Data zurück. Nun machen wir das ein bisschen kleiner auf 2, machen Full List. Wir haben das Ganze ja limitiert und nehmen hier ein Image und Insert Dynamic Data, Current Cell Search Data, Image Original URL und dazu daneben Insert Dynamic Data, Title. Und den Username des Erstellers. Wenn wir jetzt auf Preview gehen, dann seht ihr, dass wir einmal unser Standard Porsche Query haben, der beim Initialisieren da war. Und wenn wir jetzt einen anderen Query eingeben, zum Beispiel Ferrari, kriegen wir Ferraris. Und wenn wir eingeben Volkswagen, kriegen wir Volkswagen. Anhand der Giphy API kann man sehen, wie exzellent Bubble über den API Connector erweiterbar ist. Und dieser API Connector ist quasi auch der erste Schritt, um selber Plugins in Bubble zu entwickeln. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Bubble und auf bald!